Das könnte Spitzenfußball werden. Aber wir wissen es ja nicht. Das ist das Problem. Trotzdem, wir begrüßen Sie herzlich, Manni Volkmann und Frank Buschmann. Tja, das Leben ist kein Konjunktiv. Hätte, wäre, wenn und aber. Schauen wir es uns einfach an. Los geht's. Pfiff des Schiedsrichters. Und Achtung, genau hingeschaut. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Damit hast du selten Erfolg. Und da wird nichts draus aus diesem Konter. Die anderen haben noch einen Torwart. Ja, das war sensationell vorgetragen. Klasse, konsequent gespielt, aber dann musst du am Ende eben auch das Ding machen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Angriff auf den Gegner. Stark gemacht. Er könnte passen. Gehalten, aber noch heiß. Und wieder ist er auf dem Posten. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung... Der Assistent zeigt an Abseits. Gibt Einwurf. Ein wunderschönes Zuspiel. Souverän geklärt. Lange hat's gedauert. Jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Sieht nach einer guten Runde. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und der kommt genau an. Oh! Oh! Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Zufrieden sein. Wenn das Spiel das nächste Mal... Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Achtung! Und er trifft! Tja, was soll man da jetzt noch sagen? Gar nichts. Das ist nicht das Spiel des Torhüters. Unfassbar schlechte Leistung, ganz klar. So, heute ganz, ganz klare Überlegenheit. Noch ein Tor obendrauf. Das ist eine klare Entscheidung. Ja, das sieht langsam düster aus für die Mannschaft, die zurückliegt. Zweikampf um den Ballbesitz. Riskanter Ballverlust. Klare Sache, Schlusspfiff aus 3:0.